Willkommen zurück zum Blog Network Feed the Beast Unleashed. Ja, wir finden uns hier immer noch in der Höhle drin. Und ja, in der Folge möchte ich auf jeden Fall versuchen, jetzt mal hier rauszukommen. Wir haben ja schon fleißig Erze gesammelt. Das finde ich sehr schön. Und ja, ich gucke jetzt hier noch einmal runter. Da haben wir nämlich noch Eisen. Nehme ich mal noch mit. Und das Uranium. New Ore Miner. Hey, cool, ein Achievement. Okay. Silber brauche ich jetzt mal nicht. Das ist gerade irgendwie. Das brauche ich nicht. Aber Kohle nehme ich mal ein bisschen mit. Denke ich, das könnte noch ganz nützlich sein. Genauso wie die Water Shards. So. Oh, ich höre so einen Enderman. So einen komischen Enderman. Der ist nicht arg nett. Ganz im Gegenteil. So. Ja, ich nehme immer noch alleine auf. Vielleicht dann später mal mit jemandem anderem hier aus dem Projekt. Aber jetzt erstmal gehe ich nach oben. Erstmal nach oben gehen. Zack, 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 zack. So. Da geht's noch weiter hoch. Und ich weiß jetzt endlich, wie man Waypoints macht. Das finde ich gut. Ich habe mir ja jetzt die Koordinaten aufgeschrieben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, da kann ich mich jetzt eigentlich einfach hochbuddeln. Ja, das mache ich mal, ne? Okay, bevor die Fledermaus kommt, schnell abbauen. So. Und fürs Hochbauen kenne ich einen ganz einfachen Trick, wie man den Gravel entgehen kann. Man setzt einfach eine Fackel unten drunter. Das geht viel leichter, als irgendwas anderes zu machen. Finde ich zumindest. Ja, wir sind alleine auf dem Server gerade. So. Schön hochbuddeln. Das Kopper nehme ich aber mal noch mit. Beziehungsweise das Eisen. Wenn es uns schon so schön anlacht beim Hochbauen. So ganz kurz. Es flimmert immer. Das ist nervig. Na, warte, da muss ich. Warte. Warte. So. Jetzt. Jetzt aber. Jetzt müsste es eigentlich weg sein. Hoffe ich. Das hoffe ich doch. So. Dann ab nach oben. Zack. Und wieder hochbauen. Das müssen wir jetzt nur noch 10 Blöcke machen. Cool. So, 1, 2, 3, 4, 5. Es ist Nacht draußen, das finde ich natürlich auch nice. Ich will einfach nur die Sachen jetzt sicher nach Hause bringen. Warte, jetzt kann ich ja kurz einen Waypoint machen. Das geht, glaube ich, so. Waypoints. New Waypoint. Wie waren die Koordinaten? Die war minus 280. Z war... minus 155. Oder? Ja. Und Z, Y ist ja eigentlich egal. Das machen wir mal hier auf 64. So, Waypoint Name. So, den lösche ich eh wieder. Dann, back to game. Gut, wo ist er? Da. Okay, 400 Meter. Nicht so weit. Geht noch, ne? Geht noch, das geht noch. So. Und ab nach oben, da haben wir schon die Erdschicht. So. Und da müsste jetzt kein Gravel mehr kommen. Jawohl, es ist doch Tag. Geil. Das finde ich mal gut. Was sind eigentlich für komische Bäume hier? Die sind voll komisch. Geil, Kakaobohnen. Die nehme ich mit. Die will ich mitnehmen. Lasse ich hier Kobbel. Kobbel haben wir genug. Eigentlich nicht, aber egal. Ah nein, es flimmert schon wieder so doof. Mann, was ist das? Wieso flimmert das? Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Warte, ich wollte es doch ausblenden, so. Hier ist eine Query. Alles klar. Holy fuck. Okay. Ich ignoriere das einfach mal. Ich hoffe, ich falle jetzt da nicht rein. Ich könnte jetzt natürlich runtergehen, aber ohne Jetpack oder sowas, das ist ein bisschen gefährlich. Aber die Kakaobohnen nehme ich alle mit. Die nehme ich alle mit. Dann kann ich mir die anpflanzen vielleicht sogar. Jetzt müsste ich aber noch Holz mitnehmen. Sonst kann ich nicht anpflanzen. Dazu bräuchte ich noch einen weiteren Platz im Inventar. Komm, ein Gold. Also mit einem Gold können wir auch nichts machen. Von dem her. So. Ich weiß aber, glaube ich, dass die Query Dreams hier gehört, also Timmy. Deswegen werde ich sie einfach mal nicht abbauen, weil das so ein bisschen assi ist.
Es ist einfach so. Das ist gesunder Menschenverstand, dass man sowas nicht macht. Also bitte. Finde ich zumindest, dass das gesunder Menschenverstand sein sollte. Warte, ich erinnere mich ja hier an die Stelle. Da ist noch eine Kuh. Die Kuh werde ich mir auch einfach mal absnacken. Ja, warte, wie lange nehme ich schon auf? Ich nehme erst 5 Minuten auf. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich schon 10 Minuten lang aufnehme. Kuh, stirb. Stirb, meine Kuh. Brauche ich nicht ein Eisen. Ein einziges Eisen brauche ich nicht. Genau, hier war nämlich die Schlucht. Und da müsste gleich das Home sein. Da werde ich mir direkt mal einen Waypoint machen auf meinem Grundstück. Was ist denn da hinten? Irgendwas. Keine Ahnung. Warte mal, wo ist denn jetzt sonst mein Grundstück? Warte, wie kann ich denn die große Map aufrufen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Es wird wieder Nacht. Es wird wieder Nacht. So. Da ist ein Huhn. Ein Huhn. Das ist ein Huhn. Das ist kein Einhuhn, das ist ein Huhn. Ah ja, genau. Da war der Tempel. I remember. Dann ist da drüben irgendwo mein Home. Der schon ausgeplünderte Tempel. Da haben wir noch Copper. Das nehme ich mit. Ist mir egal, ob es so nah an der Stadt ist. Das merkt niemand. Und ich brauche das. Für den Anfang. Ich werde mir jetzt für den Anfang erstmal einen Generator bauen. Glaube ich. Ein Generator. Ja. Ich denke schon. Ah, jetzt kann ich an Lianen hochklettern. Ach, auf einmal. Ja. Das war doch klar. So. Da muss so ein Bienen-Dingens da. Dingensbums. Ah. Da hinten. Da ist Grundstück. Das ist, glaube ich, mein Grundstück da. Das ist so ein Bienending wieder. Ich glaube, das ist mein Grundstück. Müsste es zumindest sein. Jo, das ist meins. Mit einem Skelett. Du bist so dumm. Nein. Nein, ich habe nichts gesagt. Aua. Let me go. Please, Skeleton. So, geil. Dschungelbaum ist gewachsen. Erstmal den anpflanzen. So, mein Schwert. Danke. So, jetzt erstmal alles hier rein tun. Wir haben schon ganz schön ordentlich was gefarmt. Das freut mich. Und wir haben eine Potato, genau. Ich werde mir jetzt aber erstmal hier ein bisschen Eisen schnappen und das in den Ofen rein tun. Damit ich mir einen Eimer craften kann und nicht mal hier irgendwo Wasser holen kann, ey. Es kann sehr wohl nicht sein, dass ich hier keine Wasserstelle habe. Dann werde ich hier so eine Farm machen. Die Kakaobohnen anpflanzen. So. 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 Dann mache ich mir Kekse wahrscheinlich. Kekse. Und den Baum fällig. Jo, und dann haben wir jetzt hier 4 Folgen mit Farming beschäftigt. Haben wir uns damit beschäftigt. Und dann können wir jetzt eigentlich so langsam anfangen mit ein paar Sachen craften. So notwendige Sachen halt. Warte. Muss doch gehen, da ging das noch nicht. Okay, alles klar. So, geh mal weg hier. Geh mal weg. Da muss die Werkbank hin. So. Brauche ich nicht. Hier die ganzen Shards. Guckt Pork Chop. So, einfach mal alles rein da. Nehme ich mir das Eisen und crafte mir einen Eimer. So, dann hole ich mir jetzt ein bisschen Wasser zumindest. Oh, da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. So, das stört ja niemand, wenn ich mir hier ein Wasser klaue. Beziehungsweise 2. Ich muss 2-mal laufen, weil ich so cool bin. Nein. Dann werde ich jetzt hier erstmal eine unendliche Wasserquelle machen. Damit ich hier wenigstens etwas Wasser habe. So. Hey! Böse. Böse. Und dann werde ich hier mal die Kartoffeln anpflanzen. Dazu brauche ich noch etwas Stein. 2 Stück, um genau zu sein. Sticks habe ich schon. So, dann mal eine Stonehole. Time to farm. Dann werde ich jetzt hier mal
die Kartoffel anpflanzen. So. Und dann werden wir uns wahrscheinlich von Kartoffeln ernähren. Da haben wir noch mehr Skelette, die ich jetzt gleich töten werde, glaube ich. Denn ich möchte gerne Knochen haben. Ah ne, guck mal, unser Wubble Tree ist schon gewachsen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das läuft doch. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir hier einen Sapling rausbekommen. Denn wenn nicht, sind wir ganz schön am Arsch. Ja, da kommt einer raus. Warte. Ja, wir haben einen. Geil, geil, geil. So. Ich mache das alles mal ganz per Hand. Einfach nur hier, weil ich es kann. Geil, noch ein Sapling. Thema habe ich mir leider noch nicht überlegt. Die erste Folge habe ich jetzt auch schon hochgeladen. Ich muss ein bisschen im Voraus produzieren, da ich dann irgendwann mal weg muss. Und deswegen ist es eigentlich gerade perfekt gekommen mit dem Block Network. Kann ich schön im Voraus aufnehmen. So. Haben wir noch einen erwischt oder wie? Oder wie soll ich das verstehen? Also eine Kakaobohne gewachsen, das ist schön. Na komm her. So. Und dann kann ich hier auch mal hier so andere Sachen anpflanzen. Wie Weizen zum Beispiel oder so. Wo ist Zombie? Egal. Noch mehr Eisen. Gut, so gut, gut, gut. Gut, gut. Mal ein bisschen Fleisch, das können wir mal reintun. Blue Slime, oh mein Gott. Oh mein Gott, Zombie. Oh mein Gott, wir werden attackiert. Stirb erstmal. Danke. Leute, der hat nicht ernst. Der hat nicht ernsthaften. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, dass hier irgend so ein Zombie-Kopf erscheint. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie selten sind. Mann, ich töte einen Zombie, bekomme ich so ein dummes Zombie-Kopf-Dingens da, wie auch immer. Ich wollte die Skelette holen, für Knochen. Das halte ich jetzt noch für sinnvoll. Dann passt es gerade, dass Nacht ist. Ich habe immer noch kein Bett. Alter, lass das. Stop it, stop it. Und dann nichts droppen. Ja, ich kenne die Leute so. Ich habe gar kein Texture Pack drin. Ich wollte es eigentlich wieder reinmachen. Na egal. So. Dann würde ich sagen, mache ich heute mal einen 30 Minuten Part. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. So. Oh, Spinne. Spinne. Drop mir Fäden. So ist brav. Zwei Stück immerhin. Dann werde ich mir jetzt eine Stromquelle irgendwie bauen. Was nehme ich denn da mal? Lava ist jetzt scheiße. Ich baue mir erstmal einen Generator. Solid. Generator. Ach da. Da, so. Find Iron, drei Stück. Heavy Battery. Ich weiß sogar, wie man die craftet, glaube ich. So brauche ich aber auf jeden Fall Rubber. So. Zack. Die Spinne. Ist so dumm, um hier reinzugehen. Vielen Dank. Der Baum besitzt ehrlich keinen Rubber. Ein Mongo-Baum, Alter. Was soll denn das? Scheiße, das kann... Oh, was ist das? Spoilspec. Stahl. ETF? What the fuck? Holy fuck. Stahlschwert, geil. Ha, guck mal, wir haben Jujumeter. Cool. Wisst ihr was? Weil ich's kann, Leute. Einfach weil ich's kann. Wie geil.
Ich finde einmal für 4 Juju Matter und mach mir erstmal natürlich hier Sticky Resin draus. Natürlich. Ich könnte ja mal für den Anfang so ein Solarpanel bauen, so ein Solarpanel. Weil ich möchte mir später den hier craften. Ulti, nee, wie hieß der? Da. Den da. Ultimate Solarpanel. Ultimate Hybrid Solarpanel, der ist nämlich richtig epic. Der arbeitet nämlich auch sogar bei nachts und das finde ich cool. So, ich brauche 6 Stück davon. Das ist Oblivion Frame. Was ist das? Einfach so mal Iron Boots gefunden, das ist doch geil. Und 21 Rails oder Tracks. Uranium, Bucket of Force, keine Ahnung, was das sollen soll. Äpfel, ach rein damit. So. So ein Zombie-Head setzen wir auf, weil wir geil sind. Das sieht man gar nicht. Okay. So. Das ist fertig, das ist schön. Das gefällt mir. Kann ich das rausnehmen und hier mal kurz Kupfer rein tun. Dann auf 3 Stück warten. Während schöne Musik im Hintergrund läuft. Wunderschöne Musik. Danke. Danke, danke, danke. Spider-Eye. Kann man später vielleicht gebrauchen. So. Geht um Ultimate Lab Pack. Alter, what the fuck. Na, danke. Ist ein bisschen buggy manchmal. Weiß auch nicht warum. So. Schön. Danke. Und jetzt brauche ich ein bisschen Tin. Für 4 Stück brauche ich. Und Redstone. Habe ich glaube ich auch ein paar. Ja, geil. Warte, ich... Kann ich eigentlich Kohle schmelzen oder geht das nur im Masterator? Ich weiß es nicht. Und dann würde ich mir schon mal ein Solarpanel craften, weil ich es kann. Okay, langsam ist der Spruch echt nervig. Gib her! Danke. What? Nein! What the fuck? So. Geht das? Nee. Andere Quelle? Nee. Coal Dust bräuchte ich dafür dann. Aber das ist natürlich ärgerlich. Ich brauche noch ein... Mann! Ich bin überfordert. So. Dann brauche ich noch 3 Refined Iron. 1, 2, 3. Ich weiß auch nicht warum. Egal. I don't ask. So. Können wir uns jetzt eine Batterie machen. Das ist schön. So ging die doch, oder? Da. Ja. Geil, geil. So. Generator. Iron Furnace brauche ich auch, stimmt. da will ich mir jetzt einfach mal 8 von denen schnappen. Und 5 von denen. So. Haben wir schon mal den Iron Furnace. Ja, ich bin schon ein bisschen in Übung, also ich habe mit einem Kumpel, tue ich auch privat Feed-to-Beast zocken. Und deswegen weiß ich schon so ein bisschen, wie das so alles abläuft, ja. So. Bäm. Na, kommen wir jetzt, so gesehen mit Copper-Cable, dort zum Mace-Rater zum Beispiel führen oder so. Aber ich werde mir jetzt erstmal eine Bedbox craften. Dort müssen wir eigentlich noch genug... Warte, ja, ich weiß es auswendig. Ich weiß es auswendig. Dazu brauche ich jetzt nochmal genau 3 Copper. So, 3 Stück brauche ich aber nur. Dann brauche ich 4 Holz. 1, 2, 3, 4. Das kann alles mal weg hier. So, das brauche ich alles nicht. 1, und komm schon, noch ein. Dankeschön. Und eine Bad Box geht so. Glaube ich zumindest. So. Und dann so. Jawohl, geil. Geil, geil.
Nee, das sind... Puh! Das ist doch keine... Boah, shit. Ich sollte lieber nachgucken, bevor ich irgendwelche Sachen crafte. Bad Box. Ach ja, stimmt, genau. Shit happens. Warte, dafür brauche ich erstmal 3 RE Batteries. 3 mal 4 sind 12. 1. 12. Egal. Dann brauche ich noch ein Copper. Ja, gut, 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 gut. Ich habe noch sogar noch ein Copper Cable. Das ist perfekt. Hat man schon mal den Generator. Da könnte man jetzt theoretisch Lava holen und dort Dinge reintun. Oder Blaze Wards kann man, glaube ich, machen und... Weiß es gar nicht. Ja gut, wir könnten auch einfache Kohle verwenden. Das geht natürlich auch. Stimmt. Damit könnten wir auch den Macerator schon mal betreiben. Wie geht denn der Macerator? Weil ich möchte möglichst in der Folge noch ein Solarpanel craften. Da brauche ich Electronic Circus. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Bin mir sicher. Oder ist schon mal ein Baum gewachsen? Bräuchten wir nämlich noch ein bisschen mehr Wabba für die Electronic Circuits und Glas bräuchten wir dann noch, aber das kriegt man hin. Ja, ist gar nicht so leicht. Da haben wir wenigstens mal einen von dem... Danke. Sticky Situation. Aha. So. Da haben wir noch einen Zeppelin bekommen. Nice, nice. So, nun allein auf die Server. Wir haben es auch erst hier, 14.13 Uhr, viele sind bestimmt noch in der Schule. Ich habe schon wieder Schule, ich habe erst nächste Woche wieder Schule. Heute ist Mittwoch. Ja, scheiß Schule wieder, ne? Nein, Schule ist gar nicht mal so scheiße, finde ich. Okay, ja, manchmal ist Schule auch ganz cool, finde ich. So, da haben wir noch einen Sapling bekommen, das ist auch geil. So. Und das Tin ist gleich fertig. Dankeschön. Dann kann jetzt das dicke Resin rein. Und dann kann ich schon mal immerhin zwei Stück craften. So. Eins, zwei. Und einen bräuchte ich dann noch. Wie geht der? Es geht, es geht. Habe ich Flint? Jetzt habe ich weggeworfen dann natürlich, ne? Verständlich. Da haben wir aber Kies. Geil. Und wir haben direkt so ein seltenes Bienendingen da unter unserem GS. Das ist richtig geil. Aber eins, zwei. Zwei. Drei. Ich möchte jetzt nämlich für, während der Zeit, die ich nicht auf dem Server bin, kann der Solarpanel nämlich hier schon mal, hier Strom machen. Ist das eigentlich da oben? Keine Ahnung. So, da mach ich mal wieder 6 von denen. Dann kann ich jetzt mal wieder das schmelzen. Ich muss eigentlich mehr Öfen machen. Ich muss mehr Ofen machen, genau. So. Dann geht die Aufnahme. 23 Minuten. Ups. Iron Furnace würde zwar schneller gehen, aber es halt das gerade etwas für uneffizient, wenn wir das machen würden. So. Können wir schon mal ein bisschen mehr Copper schmelzen. Da haben wir noch 3 Copper, da können wir uns jetzt die nächsten Copper-Kälbe machen. Und den dann schon für ein Electronic Circuit machen. Benutzen. Brauche ich Eisen. Bräuchte ich jetzt noch genau ein Dingens. Go, go. Ich warte jetzt wirklich nur darauf, dass ich mir hier diesen einen Solarpanel machen kann. Warte, aber Coal Dust muss mir ein Macerator machen, oder? Coal Dust. Smelting Powered Furnace Pulverizer Macerator, genau. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Find Iron. Muss schon mal den Macerator. Also, den Electronic Circuit für den Macerator. So. Cobblestone, ein Maschinenblock, das brauche ich noch wie Find Iron und Cobble werden wir ja wohl haben. Das heißt, ich muss jetzt warten auf 9 von den Find Iron.
Dorthin. Ne, warte, was wollte ich so machen? Dann mache ich jetzt erstmal kurz die Bedbox. Die ging folgendermaßen. Bevor ich wieder was falsch mache. Ich brauche erst die Batterie, genau. Genau. So. Und dann war das irgendwie so. Holz und ein Dingens. Ma. Ich brauche erst Holz. So. Und Holz außenrum. Ich habe noch immer die Bedbox. Und die müssen wir jetzt folgendermaßen ausrichten. So. Genau. Dünn. Schon was gewachsen. Naja, aber hier kam ich, ist ein weiterer Baum gewachsen. Jo, wir kommen eigentlich schon recht gut voran mit dem Mesa Waiter. Und nach dem Mesa Waiter haben wir dann die Möglichkeit, die Items zu verdoppeln. Also die Ores, so wie Eisen, Copper, Tin und was weiß ich noch alles. Und genau, das wollte ich damit halt auch erreichen. Unter anderem wollte ich dann jetzt den Solarpanel halt machen. Und da ich jetzt leider noch kein Bett habe, was ich sehr scheiße finde, werden jetzt hier überall Monster spawnen. Das ist nicht so schön. So. Aber sollte uns nicht stören, ne? Sollte uns nicht stören. Ignorieren die einfach gekonnt. So, das ist fertig. Dann kann ich jetzt hier das machen. Den Steamblock und da ganz kurz Kohle reintun in den Generator. Wenn ich jetzt da Kohle reintue, produziert der und geht hier in die Bedbox rein, der die Energie speichert. Sollte, denke ich mal, Leute wissen. Zumal ja dieses Megaprojekt ja Allmas angeschaut wird, sollte es, glaube ich, schon fast jeder wissen. So, was wollte ich mir machen? Maschinenblock habe ich jetzt für den Macerator gebaut. Genau. Dafür haben wir jetzt auch alles, das ist wunderbar. So, den Macerator. Oh, und den Macerator, wenn wir jetzt ein weiteres Copper-Cable hätten, jawohl, könnten wir jetzt eben hier anschließen und dann ist der jetzt mit Strom befeuert. Das heißt, wenn ich jetzt hier drei Coal Dust reinlege, produziert der Coal Dust. Und mit dem Coal Dust kann ich dann eben die Solarpanels machen. Mein Ziel halt für die Folge noch. Ja, ich habe noch 2 Minuten. Geil. Ja, das Sticky Resin wird nicht reichen. Uns fehlt dafür noch ein Electronic Circuit. Würde uns dafür noch fehlen. Na, komm schon. Mein Gott. So. Zack, 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 zack. Und hier das. Für den Electronic Circuit, für die Solarpanels. Dann bräuchte ich jetzt noch genau einen. Sand haben wir auch nirgends. Das ist natürlich auch blöd. Aber wir haben unser Stahlschwert. Das ist doch gut. Muss ich Sand suchen? Das gibt's doch wohl nicht. Ah, Creeper. Und oh mein Gott. Ich sollte das eigentlich nicht bei Nacht machen. Aber egal. Ich habe immer noch keinen Waypoint gemacht. Egal. Was soll's? Ich meine, guck mal. Das stört doch jetzt niemand, wenn ich dort jetzt ein bisschen Sand farme, oder? Nein, das stört niemand. Danke. Ich wollte nur 3. Na Zombie, was geht da ab? Was geht so bei dir ab? Ich hoffe, dass jetzt der Kohlast schon gebrannt ist. Und dass jetzt hier noch ein weiteres Sticky Resin gewachsen ist. Scheint nicht. Ist natürlich ärgerlich. Jedenfalls produziert der jetzt Energie. Da muss ich mal ein bisschen was rausnehmen. Und die Bedbox ist auch schon fast voll. Und das Coal ist auch schon durch. Das ist wunderbar. Das heißt, ich könnte jetzt dann auch noch ein Induction Furnace bauen und so weiter und so weiter. Und das alles halt da anschließen. Bloß, das werde ich dann irgendwann später machen. So. Dann kann ich jetzt eigentlich schon mal hier anfangen, so ein bisschen Eisen hier zu maceraten. Damit wir eben das Doppelte rausbekommen.
Und jetzt hätten wir den Kohldust, jetzt müsste ich das Glas noch schmelzen. Und jetzt bräuchte ich, jetzt mangelt es halt wirklich an dem einen einzigen Electronic Circuit. Halt, wir brauchen noch einen Generator. Fuck. Generator. Jetzt müsste mal ein bisschen Tin schmelzen. Das müsste reichen. Eins noch mehr. Generator. Aber ich denke, das werden wir. Ich werde da noch eine Folge dranhängen, denke ich. Ja, Iron Furnace, den könnte ich dann noch machen. Jetzt kurz noch eben. Den Iron Furnace. Jetzt bräuchte ich ja. Ja, jawohl. Geil, geil, geil. Komm, gib her. Mach schon. Mach schon. Alter, danke. So, und jetzt beende ich die Folge. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir den Solarpanel bauen. Und ja, bis dahin, tschüss.